Herzlich willkommen zur Buchvorstellung des Fachbuchs Kritiker überzeugen. Wirksame Strategien für Verhandlungen, Gespräche und Konflikte. Erschienen im Haufe Verlag. Was bietet Ihnen dieses Buch? Erfahren Sie anhand von 13 Praxisfällen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Kritiker analysieren, um die richtigen Überzeugungsstrategien zu finden. Erfahren Sie, wie Sie Widerständler angemessen würdigen und einbinden, und erfahren Sie, welche Techniken und Methoden Sie einsetzen können, um Vorbehalte zu entkräften und Kritiker ins Boot zu holen. Dieses Buch entstand auf Wunsch vieler Kunden, die mich gebeten haben, meine Lebenserfahrungen aus der Überzeugungspsychologie in einem Fachbuch niederzuschreiben. Ich begleite Managerinnen und Manager in Krisensituationen und bei Veränderungen, wenn es darum geht, Unternehmensziele zu erreichen, Veränderungen einzuführen und Aufträge überzeugend zu gewinnen. Mein Name ist Christian Zielke und ich bin Experte darin, wie Sie einfach schneller Ihre Ziele erreichen können im Bereich Management, Vertrieb und Kommunikation. Nach dem Motto: einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Seit über 30 Jahren helfe ich Menschen dabei, ihre Botschaften in einem kritischen Umfeld überzeugend zu vermitteln und gewinnend aufzutreten. So kam die vorliegende Toolbox zustande, die Sie in folgenden Situationen einsetzen können: bei schwierigen Kunden- und Mitarbeitergesprächen, bei wichtigen Präsentationen und Besprechungen, bei kritischen Verhandlungen und Diskussionen und bei öffentlichen Auftritten vor einem kritischen Publikum. Hier ein Überblick über die Kapitel und Themen. Erstes Kapitel: wirkungsvoll Vorschläge unterbreiten. Wie Sie Vorschläge unterbreiten, die angenommen werden. Hier erfahren Sie unter anderem 3 einfache Überzeugungsformeln für alle Situationen. Sie erfahren, wie Sie die Denk-, Motivations- und Entscheidungsmuster Ihrer Kritiker schnell entschlüsseln und wie Sie diese Muster einfach für sich am besten nutzen können. Im zweiten Kapitel geht es um das Psychoprofil der Kritiker. Menschenkenntnis auf den ersten Blick. Sie erhalten einen wertvollen Überblick über die wichtigsten Kritikertypen. Sie erfahren, woran Sie die Kritikertypen leicht erkennen können, und Sie bekommen hilfreiche Tipps, wie Sie Antworten geben, die Ihren Kritikern gefallen. Drittes Kapitel: die Kunst, Bedenken zu entkräften. Die Psychologie der Überzeugung. Sie bekommen die besten Hinweise, wie Sie der Ja-Aber-Falle entkommen. Sie erfahren, warum Sie nicht immer gegen jeden Zweifel argumentieren sollten. Und Sie erfahren, wie Sie in 3 sicheren Schritten kritische Bedenken schnell entkräften. Im vierten Kapitel geht es um schwierige Mitarbeitergespräche. So sparen Sie Zeit und Nerven. Sie erhalten wertvolle Techniken und hilfreiche Methoden, wie Sie in schwierigen Mitarbeitergesprächen schnell eine gute Lösung finden. Sie bekommen praxisbewährte Strategien, wie Sie Ihre eigenen Vorschläge geschickt durchsetzen können, und Sie erfahren, wie Sie in schwierigen Mitarbeitergesprächen auch kritische Situationen gut und souverän meistern. Im fünften Kapitel geht es um Beratungsgespräche mit kritischen Klienten. So lösen Sie Probleme. Sie erhalten eine Auflistung der besten Fragen, mit denen Sie in schwierigen Beratungsgesprächen schnell hilfreiche Lösungen finden. Sie bekommen die besten Tipps, wie Sie während eines schwierigen Beratungsgespräches kritische Situationen meistern, und Sie erfahren hilfreiche Methoden, die Sie bei einem Blackout des Klienten sofort anwenden können, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das sechste Kapitel handelt über schwierige Kundengespräche. Es geht darum, wie Sie Kundengespräche schneller zum Abschluss führen. Sie erfahren unter anderem, wie Sie kundengerecht präsentieren. Sie bekommen wertvolle Hinweise, wie Sie Widerstände verringern, und Sie erhalten unter anderem die besten Tipps für Preisgespräche. Im siebten Kapitel geht es darum, wie Sie in kritischen Verhandlungen gewinnen. Diese Strategien wirken.
Sie erfahren, wie Sie die Verhandlungspartner richtig einschätzen und Ihre Körpersprache richtig lesen. Und Sie erhalten neben den wichtigsten Verhandlungsstrategien auch wertvolle Tipps, wie Sie den Verhandlungsablauf beschleunigen, um ihn zu einem guten Abschluss für beide Seiten zu führen. Im 8. Kapitel erfahren Sie, wie Sie am besten vor kritischem Publikum präsentieren. Präsentieren, überzeugen, begeistern. Es geht um das Überzeugen vor Gruppen. Sie erhalten für Ihr Anliegen den optimalen Präsentationsaufbau. Sie bekommen passende Überzeugungsmittel für jeden Kritikertypen. Und Sie erfahren, wie Sie Lampenfieber und Blackout am besten meistern können. Im 9. Kapitel geht es darum, wie Sie in Podiumsdiskussionen überzeugend argumentieren. Sie erfahren, wie Sie in hitzigen Diskussionen einen kühlen Kopf bewahren und souverän überzeugen. Sie erhalten 3 Überzeugungsmuster für alle Situationen. Sie erhalten 3 Argumentationsmuster, die Sie in allen Situationen anwenden können. Sie bekommen die besten 6 wirkungsvollsten Argumentationsmethoden. Und Sie erfahren, wie Sie unfaire Taktiken abwehren können und welche Sätze Ihnen helfen werden im Notfall. Im 10. Kapitel geht es um die Kunst der Deeskalation. Angemessen auf Provokationen reagieren. Sie erfahren, wie Sie nicht reagieren sollten. Sie bekommen Tipps, wie Sie Konflikte verhindern. Und Sie erfahren, wie Sie in schwierigen Situationen ohne Provokation schlagfertig antworten können. Im 11. Kapitel geht es darum, wie Sie mit Storytelling schneller überzeugen. Die Kraft des Storytellings. Sie erhalten Regeln für überzeugende Geschichten. Sie bekommen wirkungsvolle Sprachmuster und Bilder für schwierige Zuhörer. Und Sie erfahren, wie Sie gute Geschichten finden und wie Sie Geschichten gut erzählen. Im 12. Kapitel geht es darum, wie Sie Veränderungen überzeugend einführen. Widerstände in Energie umwandeln. Sie erfahren, warum Veränderungen scheitern und was Sie dagegen tun können. Sie erhalten praxiserprobte Tipps, wie Sie Widerstände in Initiative umwandeln und wie Sie den Veränderungserfolg sicherstellen. Im 13. Kapitel geht es um die Königsdisziplin, Überzeugen vor Mikrofon und Kamera. Vor Mikrofon und Kamera wirken. Sie bekommen die besten Mentaltechniken für Ihren sympathischen Auftritt. Sie erhalten erfolgreiche Methoden, wie Sie Ihre Kernbotschaften am besten beim Publikum verankern. Und Sie erfahren, wie Sie auch in schwierigen Situationen vor Mikrofon und Kamera am besten wirken. In jedem Kapitel finden Sie wirkungsvolle Techniken, Methoden und Formulierungen, die Sie sofort für Ihr Anliegen anwenden können. Was sagen die Rezensionen? Ein klar strukturiertes Buch mit hohem Praxisbezug, wobei die motivierenden Anregungen und Impulse schnell umsetzbar sind. Als hilfreich erweisen sich die Checklisten. Kein Theoriegeschwafel, sondern erprobte, sofort anwendbare Techniken. Ein sehr gutes Buch und dies nicht nur für das Management, sondern auch für das Privatleben. Kurzweilig und sehr informativ. Beim Lesen bekommt man Lust, das Gelesene auch sofort umzusetzen. Und für mich ein zusätzliches Highlight, die Zusammenfassung für Schnellleser. So hat man eine kurze und prägnante Erinnerungshilfe am Ende eines Kapitels. Wie Sie das Buch am besten nutzen. Einige arbeiten mit einem Notizbuch und schreiben sich Formulierungen auf, die für Sie am besten klingen und wirken. Manche legen sich einige Checklisten an mit Techniken, Methoden und Vorgehensweisen, die für Sie am hilfreichsten sind. Viele besuchen ergänzend zu dem Buch einen Vortrag, ein Training oder ein Coaching, um die Kenntnisse zu vertiefen. Und begeisterte Leserinnen und Leser verschenken ein Buchexemplar an Menschen, denen sie damit helfen und eine Freude bereiten. Dein Buch ist mir zu einem treuen Wegbegleiter geworden, bestätigte mir ein bekannter Unternehmer. Immer, wenn ich vor dem Problem stehe, meine Kritiker zu überzeugen, schaue ich dort hinein und finde neue Impulse, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Wenn dieses Buch etwas für Sie sein sollte, schauen Sie einmal unter dem Video. Hier finden Sie einen Link zum Buch.